Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Viele unserer Nachrüstungen bieten wir per Fernwartung an. Dazu schicken wir euch ein Kabel zu. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internetzugang und wir können verschiedene Nachrüstungen programmieren, wie zum Beispiel CarPlay, DVD während der Fahrt, Fernlichtassistent und viele, viele andere. Aber in dem Fall geht es um eine Nachrüstung einer Rückfahrkamera. Bei diesem Fahrzeug gibt es leider keine Möglichkeit, eine Rückfahrkamera nachzurüsten. Fragt hier bei den BMW-Niederlassungen oder Filialen, werden die euch sagen, es ist für das Fahrzeug keine Nachrüstung vorgesehen. Hat der Vorbesitzer vergessen, die Kamera zu bestellen, dann habt ihr leider Pech gehabt, denn es gibt auch keine Zubehörlösung. Wir haben eine Möglichkeit entwickelt, wie man bei dem Fahrzeug trotzdem eine Rückfahrkamera nachrüsten kann. Diese Nachrüstung ist eine Originalnachrüstung von BMW mit der originalen Kamera und den Kabelbaum, den kann man leider nicht kaufen, den bauen wir selber. Wichtig ist, wenn man sich für eine Nachrüstung entscheidet, da gibt es Unterschiede, ist, wie man das System verkabelt. Man kann das System so verkabeln, dass man beliebige Plus- und Minusleitung anschließt oder man kann das so verkabeln am Werk. Diese Fahrzeuge sind sehr, sehr komplex und ziehen auch Strom, wenn die Elektronik nicht richtig verkabelt ist. Deswegen, wenn wir so eine Nachrüstung durchführen, führen wir das nur so durch, wie das ab Werk gewesen ist. Nichtsdestotrotz muss man verstehen, dieses Fahrzeug wurde nicht für eine Rückfahrkamera gebaut. Die Kamera haben wir hier zum Beispiel nachgerüstet, könnt ihr euch einmal anschauen. Das Fahrzeug wurde ohne Kamera ausgeliefert. Warum ist das für uns wichtig, ob ein Fahrzeug mit oder ohne Kamera ausgeliefert ist? Weil das Fahrzeug, die Hardware des Autos unterscheidet sich. Das heißt zum Beispiel, dadurch, dass wir bei manchem Fahrzeug eine Kamera nachrüsten und die voll funktionsfähig funktioniert, kann es trotzdem sein, dass das Fahrzeug nicht updatefähig ist. Meistens spielt das sowieso keine Rolle, weil BMW macht sehr selten und ungern Updates. Aber nichtsdestotrotz muss euch klar sein, wenn ihr euch für eine Rückfahrkamera entscheidet, kann es passieren, dass eins von 10 Fahrzeugen nicht updatefähig ist. Das bedeutet, BMW kann auf das Auto keine Updates draufspielen. Deswegen bieten wir auch unsere Lösung per Fernwartung an. Habt ihr ein defektes Steuergerät, gebrauchtes Steuergerät, was ihr in das Fahrzeug eingebaut habt oder möchtet ein Update auf bestimmte Steuergeräte haben, dann können wir über unsere Fernwartung euch Updates durchführen, Kodierungen durchführen, Komfortkodierungen und viele, viele andere Sachen mehr. Habt ihr Interesse, das selber nachzurüsten, das heißt die Rückfahrkamera, bieten wir auch Nachrüstsätze an, inklusive Kamera, inklusive Verkabelung, also des Kabelsatzes und mit unserer Fernkodierung. Das heißt, ihr baut alles selber an, schließt an und wir kodieren das Fahrzeug aus der Ferne. Ihr braucht nur einen Laptop und mit Internetzugang und das Kabel schicken wir euch zu, über das das funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.